Hallo, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Ceratus 1 Unboxing. Heute zeige ich euch von Playmobil den Porsche Macan S als Feuerwehreinsatzfahrzeug. Mit natürlich mit Sirene, Blaulichtfunktion und wie alle Porsche aus der Playmobil-Reihe lassen sich die Scheinwerfer vorne einschalten, die Rückleuchten und der Innenraum bzw. der Tacho. Das Set liegt so bei 45-50 Euro. Und hier seht ihr, was bei dem Set alles mit dabei ist. Der Feuerwehrmann, ja, zwei Pylonen, ein Schild, eine Kelle, Funkgerät, Taschenlampe und ein Feuerlöscher. Und los geht's mit dem Unboxing. So, als erstes die Anleitung und Aufkleber und die Außenspiegel. Hier in der Tüte befinden sich die Räder. Dann geht's hier weiter. Hier ist die Figur drin. Ja, und die Kleinteile und der Helm. Und dann geht es hier weiter. Das Blaulicht, das Lichtmodul, Pylonen und die Abdeckung für das Batteriefach. So, und hier ist der Porsche Macan. Ja, sieht wirklich toll aus. Wunderschönes Fahrzeug. Jetzt habe ich die Außenspiegel angebracht und hinten diesen coolen Spoiler. Jetzt fehlen die Räder. Die werden hier unten aufgesteckt. Aber das Set ist ja größtenteils schon vorgebaut. Also es sind nur noch ein paar Teile, die man anbringen muss. Aufbauzeit denke ich so auch 15-20 Minuten. So, die Räder sind dran. Jetzt fehlt unten das Lichtmodul. Das sieht dann so aus. Da kommen drei Batterien in der Größe 3A rein. Und beim Einbau müsst ihr beachten, dass ihr das Lichtmodul richtig einsetzt. Ihr müsst darauf achten, dass diese Ecke hier mit der Ecke hier oben übereinstimmt. Dann das Lichtmodul reindrücken. Dann kommt noch der Deckel drauf. So, und zusätzlich müsst ihr hier das Modul noch fixieren. Das könnt ihr ganz gut mit dieser Kelle hier. So, das wäre dann erledigt. Jetzt fehlt nur noch das Blaulicht. Natürlich braucht man da auch eine Batterie, aber nur eine. Auch in 3A. So, und hier die Blaulichtfunktion, die Sirene und der Ton lässt sich hier auf der Rückseite verstellen. Und das Blaulicht wird hier oben eingesetzt. Und der Porsche Macan S ist fertig. So, hier von vorne die Motorhaube, die Scheinwerfer, Kühlergrill. Und richtig toll finde ich bei dem Set, dass alles schon vorgedruckt ist. Man braucht keine Aufkleber.
Hier die seitliche Bedruckung, die Räder mit den weißen Felgen, sieht auch super aus. Hier von hinten das Heck, Anhängerkupplung und hier oben ist die deutsche Notrufnummer, die 112. Und bei dem Set ist dann nochmal ein Aufkleberbogen dabei. Da kann man dann je nach Land die Nummer individuell anpassen. Ja, hier zum Beispiel Österreich 122 oder Schweiz 118. Jetzt zeige ich euch die Lichtfunktion. Hier unten an dem Lichtmodul gibt es einen kleinen Knopf. Wenn man den drückt, dann gehen die Scheinwerfer an. Und auch die Rückleuchten. Und die Beleuchtung im Innenraum. Wenn man einmal drückt, gehen die Scheinwerfer und die Rückleuchten an. Und wenn man dann nochmal drückt, dann geht die Innenraumbeleuchtung an. Sieht super aus in dem Blau. Und wenn ich schon beim Innenraum bin, dann zeige ich euch die Sitze hier vorne, den Fahrer- und den Beifahrersitz. Dahinter sind zwei weitere Sitze, also bietet das Fahrzeug insgesamt Platz für vier Figuren. Und hier hinten gibt es noch einen großen Kofferraum. Da passt dann ganz gut das Zubehör rein. Hier diese Warnleuchten, Pylonen, das Warnschild. Und der Feuerlöscher. Lässt sich alles sehr gut hier verstauen. Und hier seht ihr noch den Feuerwehrmann, den Einsatzleiter wahrscheinlich, der bei dem Set mit dabei ist, mit seiner Feuerwehruniform, hochgekrempelten Ärmeln, der Kelle, Schutzhelm mit Visier. Naja, die Figur kennen wir ja aus anderen Sets, da kam die auch schon vor. Und hier seht ihr nochmal das komplette Set, das Fahrzeug, die Feuerwehrfigur und das Zubehör, Pylonen, Schild, Taschenlampe, Feuerlöscher und Warnlichter. Ich hoffe, das Unboxing hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, das wäre auch ganz cool. Und schaut unten in der Beschreibung rein. Dort findet ihr Links zu meinem anderen YouTube-Kanal Ceratus 1. Da gibt es mega coole Videos, gerade mit den Feuerwehrautos, Polizeiautos, coole Stop-Motion-Videos. Und ihr findet dort auch einen Link in der Beschreibung zu meinem Instagram-Channel. Da gibt es auch immer wieder coole Bilder von Playmobil. Dann bis bald, bis zum nächsten Video. Euer Ceratus 1.